Ja, da ist Jogi. Gut. So. Ja, wir sind schon hier da. Einen schönen Hals legen. Wir brauchen fürs Gulasch. Jetzt durchzogen, jetzt wo Fett rein ist, jetzt wo Sehnen drin sind. Das bringen wir keinen Geschmack hier. Und zu dem Zweck nimmt man, ein Hals ist perfekt oder alles was Richtung Extremitäten geht, also sprich Badschenkel, ist das richtige Fleisch für Gulasch. Das kriegt ihr, wenn wir schon fertig geschnitten, ist jetzt da frisch. Die Flecksle, die da drin sind und das Fett und die Hütle, die Nötle, genau da ist das ganze Kollagen drin und alles, was wir in den Gulasch in der Nähe und ausgekocht. Schalten wir. Gut, wir haben unser wunderbares Gulaschfleisch. Das tun wir jetzt anbraten. Das ist der erste Schritt. Wichtig ist die Pfanne gehörig heiß werden lassen, Töpfchen. Mit dem Fett nicht sperren. Ich nehme ein hochwertiges Sonnenblumenöl. Und über zweimal anbraten. Nicht zu viel Fleisch in die Pfanne. Und jetzt nicht umrühren, liegen lassen, einfach liegen lassen. Jetzt nichts mehr tun. Das war's. Ist das fertig? Mhm. Also die Seite ist irgendwie auch geil. Ja. Also das Fleisch haben wir jetzt schön dunkel angebraten. Wir brauchen die Röstaromen. Jetzt nehmen wir es raus und tun Zwiebeln dazu. Kommst du noch näher, oder? Laufen weiter? Ja, wir laufen weiter. Gleich Zwiebeln drauf für das heiße Fett. So, und die brauchen jetzt ein bisschen Zeit. Die müssen nämlich richtig Farbe haben hier. So schwer wir jetzt nachher ein bisschen an der Oberfläche umeinander und wirst du gerne, wo sie überhaupt dazugehören. Also, Zwiebeln lassen wir schön dunkel werden, derweil machen wir Würzmischung. Ein paar Pfefferkörnle. Ungefähr 20. Ein paar Wacholderbälle. Da Zähne. Piment, das ist wichtig. Aber das 3-4 Körnle. Senfkörner könnte man tun, jetzt nicht, wenn ich keine Lust. Wichtig, Geheimtipp, Sternanis. Ungefähr ein Viertel Sternanis und Zimt. Ein Stückchen bloß. Dann mörsern wir das. Das ist schön fein. Da ist mir der Schiff da raus. Will's Gott. Ah. Zwiebeln nicht vergessen. Das ist nicht schwarz, wird es. Übrigens habe ich 2 Kilo Fleisch genommen und 1 Kilo Zwiebeln. Also die Hälfte von der Menge Zwiebeln. Dann kommt unser wichtigstes Gewürz fürs Gulasch. Geräuchertes Paprikapulver. Nicht sperren. 2 Esslöffel. Und ein Teelöffel Cayennepfeffer. So, die Zwiebeln sind jetzt wirklich schön fahrbar genommen. Jetzt tun wir automatisieren, das heißt, es kommt ein kleiner Tomatenmark dazu. Das sind etwa 2 Esslöffel.
Tomatenmark muss kurz mitrösten, weil mehr Wind. Mehr Wind, dass die Säure rausgeht und das Fruchtige zurückbleibt für die Tomaten. Jetzt kommt diese Gewürzmischung dazu. Die braucht auch einen kleinen Hitz. Alle Gewürze brauchen einen kleinen Hitz, dass da wirklich die ätherischen Öle rauskommen und ein kleiner Dampf gibt. Also, dazu. So, das darf jetzt fast ein bisschen anhocken. Umso mehr, dass man es jetzt auch traut und dunkel wird der Lauwind, nicht schwarz, dunkel, umso dunkler ist natürlich auch unser Gulasch am Schluss. Wir tun dann fangen den Rotwein herrichten und aufzutun. Jawohl. So schaut der Gulaschansatz aus. Da ist der Geschmack drin. Dann löschen wir ab. Das lassen wir jetzt kurz ein bisschen Abi reduzieren, dass der Alkohol vorgeht. Und dann tun wir das Fleisch dazu. Nichts verschenken. Darum der Hundling. Die Uhr ist gegeben, Alter. Gut, jetzt müssen wir mit dem Deryogi-Rind aufgüssen, bis alles schön bedeckt ist. Dann brauchen wir noch zwei. Das lassen wir jetzt einmal gehörig aufkochen. Deckel drauf, zurückschalten, arbeiten. 3,5 Stunden später hat sich das alles verbunden zu einem wunderbaren Gulasch. Heimatstern.